Allerdings bin ich wirklich am Überlegen, ob wir schießen sollten. Warum haben wir die ganze Zeit Akku? Ja, okay, Waffenwechsel. Es reicht. Ich lasse mich nie wieder einsperren. Wir sind gestunt und tot. Was zum Teufel? Ich bin immer noch nicht gestiegen. Das ist das Problem. Oder das ist ein Hauptproblem. Was kann er denn eigentlich? Kann er irgendwas? Oh ja, er kann eigentlich spotten. Warum tut er es nicht? Wir sterben. Wir sind tot. Sketch, lauf um dein Leben. Das werde ich. Ja, wir werden sowieso sterben. Ich habe genug. Wir sind tot. Der Magier war wieder das Problem. Wahnsinn, was zum Teufel ist denn das hier für ein Schwierigkeitsgrad? Okay, ich glaube, ich gehe von Anfang an auf Nahkampf. Und steige gleich mal ein paar Level. Und dann gucke ich mal kurz, er hier könnte vielleicht nicht eigen sein, sondern bitte mal ein Verteidiger sein. Das wäre der Hit. Schildschlag kann er nicht. Ist mir egal. So. Und er ist immer noch der Heiler und vorsichtig. Gut. Und dann machen wir vielleicht mal unseren Level ab. Und gehen in Klugheit. So, Lied des Mutes. Ja, ist alles schön und gut. Ein tödlicher Schlag, Schurke. Oder Übung macht den Meister nun die kompliziertesten Schlösser und Fallen. Totstellen. Der Schurke bricht zu Füßen seiner Gegner zusammen. Diese verlieren das Interesse an ihm und suchen sich andere Ziele. Das ist eigentlich ganz cool. Verstohlenheit. Ja, zwei Waffen haben wir an sich, ja, also mit zwei Dolchen. Das Problem ist, wir sind halt schon ein bisschen auf Bogenschießen gegangen. Der Charakter ist außergewöhnlich geschickt darin, in jeder Hand eine Waffe zu führen, wodurch er sowohl Angriffs- als auch Verteidigungsboni erhält. Wir machen das einfach mal. Es ist total ein totales Durcheinander, ich weiß es. Silas ist ein Krieger, hat auch wieder keine Spezialisierung. Er hat auch keine Punkte zu verteilen. Aber das hier hat er zu verteilen. Okay, perfekter Schlag. Der Krieger konzentriert sich auf die Präzision seiner Schläge, wodurch er vorübergehend einen gewaltigen Bonus auf seine Angriffe erhält. Bedrohen. Herausfordernde Haltung. Ich möchte, dass er uns... Andererseits... Ja, eigentlich soll er uns schon tanken, aber... Er verträgt, glaube ich, gar nicht so viel. Aber Waffe und Schild hat er rein theoretisch gelernt. Er hat halt nur kein Schild. Dann kann er auch Bedrohen lernen und Tapferkeit... Boni auf Schaden sowie körperliche und mentale Widerstandskraft und ja, das lernen wir ihm einfach. Das Problem ist, er hat kein Schild. Schildbeherrschung. Rein theoretisch wäre es schön, wenn wir ein Schild finden würden. Er hat immer noch einen Punkt. Überwinden. Schildverteidigung anhaltend. Was ist das? Aktiviert. Der Charakter schlägt schnell dreimal hintereinander. Ja. Aber ansonsten macht eigentlich auch nichts Sinn. Das hier ist ja auch ein zum Anwerfen. Wir benutzen das. Und er hat zumindest Punkte bekommen, die wir... Ich weiß gar nicht, ob so viel Willenskraft Sinn macht. Andererseits hat er ein tierisches Mana-Problem. Machen wir erstmal 30-30. Was war Klugheit? War für ihn komplett uninteressant, oder? Außer natürlich für ein weiteres... weitere Zeilen, um ihm Fähigkeiten machen zu lassen, ausführen zu lassen. Level 14 müsste er sein. Arcana Schild ist eigentlich ganz cool. Ein Schutzmantel. Er verträgt nämlich gar nichts. Aber andererseits lernen wir jetzt endlich mal diese tolle Blüte. So. Wir sind ein Schläger, das ist gut. Er ist ein Verteidiger. Und er ist ein Heiler mit Sternchen. Warum ist er ein Heiler mit Sternchen? Ach so, weil ich es angepasst hatte. Alles klar. Entschuldigt. Mach ich das nochmal? Rein theoretisch sollte 75% eigentlich reichen. Verbündete Gesundheit. Lebenswächter. Verbündete Gesundheit, das ist zu wenig. Er soll bei 50% schon heilen.
Ja, genau. Speichern. Und jetzt werden wir sowieso wieder Probleme haben. Er hat halt auch keine Rüstung. Immer diese Tore. Also. Irgendwo muss doch ein Hebel sein. Ja, könntest du bitte auch angreifen? Ja. Aber zumindest kommt jetzt hier keiner durch. Wir werden geheilt. Ich werde es tun. Schön durchhalten. Aus den Schatten direkt ins Herz. Die Mabari sind abartig. Und die werden geheilt. Aber den da kann er nicht heilen. So, jetzt können wir den Mabari von hinten angreifen. Und stunnen ihn mal. Wird erledigt. So, er hat keinen Mana mehr. Das ist ein Problem. Deswegen lassen wir ihn das mal benutzen. Zieh zurück! Jetzt seid ihr nicht mehr so mutig, was? Er ist schon wieder gestorben. Wahnsinn! So ein Mabari! Das reicht! Haben wir noch den Magier da drin? Ja, gleich. Den ich ganz gerne betäuben würde, es aber nicht kann. Jetzt vielleicht. So. Von hinten. Bleib sofort stehen. Ach. Ich werde es tun. Ja, das ist gut, dass sie es tun wird. Jetzt wird es lustig. Bleib stehen. Ja, gleich. Und stell dich wie ein Mann. Der andere ist halt schon wieder gestorben. Private Dokumente. Super. Müssen wir überhaupt hier rein? Könnte er wieder aufstehen? Gut. Okay. Speichern. Und er hat so eine Verletzung. Zerrung Abzieg auf Angriffsgeschwindigkeit. Ja. Ja, doch eigentlich ist alles doof. Deswegen darfst du das mal benutzen. Bitte sag mir, dass da irgendwo unser Zwerg ist. Oh. Nein. Oh nein. 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 Zack. Das war sie. Sie und ihr Monster. Dafür werden sie büßen. Oh nein. Ah. Oh. Puh, ich krieg ja Pipi in den Augen. Nein. Unser Zwerg. Oh. Wahnsinn. Was ist das hier für ein Typ? Er ist doch total bestialisch. Nein. Tack. Tacks Schneide, Geschenk. Verräterische Kerben zeigen, wie viel Gewalt diese Waffe in letzter Zeit gesehen hat. Die goldene Platte in ihrem Griff wurde von Relays Männern entfernt und verkauft, wodurch es feinfühligen Händen nun möglich ist, eine zuvor verborgene Inschrift zu ertasten. Unter Relay ist der Stein lebendig. Geschenke können einem Händler verkauft oder bestimmten Gruppenmitgliedern überlassen werden, um deren Vertrauen zu stärken. Langschwert, Großschwert, man sich... In Gedenken an Tack, neue Quest. Ach, Geschenke. Was ist denn diese Quest, Lilianas Lied? Du hast Tacks Waffe gefunden. Vielleicht kann sie ja einer deiner derzeitigen Begleiter gebrauchen. Sollen wir ihm die Axt geben? Was? Also dem Magier macht es ja keinen Sinn, aber... Im... Wo ist es denn, das tolle Geschenk? Wo ist denn das Geschenk? Tacks Schneide. Ah, okay, warte mal. Wir müssen... Aber... ihn kennen wir gar nicht. Gut, ich hab gespeichert, richtig? Also, nochmal, sicherheitshalber. Ich weiß nicht, wem wir das schenken sollen. Der Magier macht halt keinen Sinn, wobei es für einen Magier vielleicht von Bedeutung, also von an sich von Bedeutung wäre, weil er ja offensichtlich viel mit ihm zusammengearbeitet hat.
No. Tag. Aber bei ihm wird es halt Sinn machen, weil er 3 Stärke Rüstungsdurchdringung. Das nenne ich mal eine Waffe. Sie hat einem guten Freund gehört. Er würde wollen, dass sie benutzt wird. Du vertraust ihm? Ich hoffe, du weißt, was du tust. Das hoffe ich auch. Das hoffe ich auch. Oh. Ja, er würde wollen, dass sie benutzt wird, ist richtig. Oh, Tag. Klugheit, wir brauchen mehr Damage. Okay, Giftherstellung, reden. Wie gesagt, weiß ich bei ihr nicht, ob es Sinn macht. Allerdings alles andere, was interessant war, haben wir gemacht. Erstmal. Totstellen, größere Schlösser knacken. Gehen wir weiter in 2 Waffen? Das ist natürlich doof, weil wir halt den Bade gelernt haben. Gut, der Bade ist jetzt nicht beschränkt auf den Fernkampf, aber wir haben ja hier schon ein bisschen was gelernt. Der Bogenschütze schießt einen einzelnen Pfeil ab, der sein Ziel automatisch trifft, es betäubt und dabei normalen Schaden verursacht. Anschließend zerspringt der Pfeil und trifft alle Feinde in der Nähe mit denselben Auswirkungen. Das ist eigentlich cool. Der Charakter verfügt über große Erfahrung im Kampf mit 2 Waffen, wodurch er einen Bonus auf seine kritische Trefferchance erhält. Er hat außerdem die Möglichkeit, seinem Gegner mit jedem Treffer blutende Wunden zuzufügen, die bei diesem über diesen längeren Zeitraum Schaden verursachen. Ja. Oh, Tag. Ja, genau. Magie. Magie ist ja eigentlich Zauberkraft. Na gut, Zauberkraft ist auch wegen Effektivität der Zauber. Ist auch wichtig. Reinigende Aureen. Ist dieser Modus aktiv, strahlt der zaubernde Wellen heilender und reinigender Energie aus, die im Abstand weniger Sekunden einen Teil der Gesundheit aller Verbündeten in seiner Nähe wiederherstellt. Darüber hinaus werden extrem nahe Verbündete von ihren Verletzungen kuriert. Aufrechterhaltung 60, Erschöpfung 5%. Danke, die kannst du bitte anmachen. Ich muss tatsächlich sagen, ich weiß nicht, das war die falsche Taste. Okay, gut, er greift auch nicht mehr an. Allerdings schmeißt er auch diesen tollen Buff nicht an. Das Zauberirrlicht hat er an. Der Lebenswächter, das ist der, der später kommt, also belebt einen Verbündeten, genau, okay. Wo ist denn jetzt diese tolle Fähigkeit? Wo ist denn diese Fähigkeit? das sind ja nicht die Fähigkeiten, die ich meinte. Wo sind denn die anderen Fähigkeiten? Konnte man die nicht auch irgendwie in die Leiste ziehen? Ach, es ist immer so kompliziert. Ging das hier irgendwie? Gruppeninventar, da wird es wahrscheinlich nicht gehen. Irgendwie kam man doch auf die Fähigkeiten. Also K ist normalerweise immer Fähigkeiten. Das ist auch Fähigkeiten, aber es sind die falschen Fähigkeiten. Ich möchte gerne diesen einen speziellen Zauber da jetzt drin haben. Massenverjüngung. Gruppenheilung. Weil eigentlich diese Angriffe braucht er da drin nicht. Okay, Flammenschlag vielleicht. Arcana Bolzen. Braucht er nicht. Vielleicht das da im Nahkampf, um sich zu wehren. Ich müsste überhaupt hier mal, der Zaubernde verstärkt die Kampffähigkeit eines Verbündeten. Das ist sozusagen so eine Art Buff. Wobei, das kann man irgendwo ans Ende setzen eigentlich. Was ist das? Schmiere. Er schafft eine Schmierschicht, die alle verlangsamt, die sich darauf bewegen. Ja, vielleicht braucht er das. Das ist die normale Heilung. Und dann haben wir die Gruppenheilung. Was ist das? Verjüngung. Mana- und Ausdauerregeneration. Kommt eigentlich auch eher so nach hinten. Regeneration. Genau, kurzzeitig, kurzzeitig erhöhen. Machen wir vor die Heilung. Ich versuche mir das nur gerade ein bisschen zu ordnen, falls ich auch mal auf den wechseln muss. Die Gruppenheilung ist super. Die Wiederbelebung können wir eigentlich auch irgendwo nach da hinten machen. Was ist denn dann das hier? Lebenswächter. Der Zaubernde belebt einen Verbündeten mit einem schützenden Zeichen. Ach so, das war das. Okay, dann machen wir die Wiederbelebung nach ganz hinten. Jetzt habe ich das aus der Leiste gekickt.
toll und ich weiß nicht, wie man Sachen wieder da reinpackt. Moment. Ach, wir können auch einfach hier oben wahrscheinlich gucken. Zauber und Talente, benutzen wir doch das P für Pauber. Genau, das Irrlicht sollte er ja grundsätzlich anhaben. Ich möchte das eigentlich nach ganz hinten haben. Jetzt hat er das auch wieder rausgekippt. Es ist furchtbar. Lebenswächter. Wiederbelebung. Ups. Möchten wir bitte in der Leiste haben. So, Kräuterkunde. Ja. Eigentlich nicht so wirklich. Jetzt, das ist furchtbar. Also das hier mit den Leisten ist furchtbar. So, also das ist der Buff, den er grundsätzlich anschmeißt. Aber da haben wir ja jetzt noch einen Buff gelernt. Und zwar den hier. So, ich mache das jetzt peu à peu, Schritt für Schritt, weil das hier irgendwie echt doof ist. So, Kollege, schmeiß das mal bitte an, weil das ist cool. Und ansonsten hat der, wie gesagt, eine Gruppenheilung, Massenverjüngung, das ist dann sozusagen, richtet einen Strom auf alle Gruppenmitglieder, Mana- und Ausdauerregeneration, das war das, okay. Und das war Verjüngung auf einen, okay. Also auf einen, auf alle. Und dann fangen sozusagen die Sachen an, die uns helfen könnten. Die Mana-Blüte hat er gar nicht drin. Zauberblüte. Der Zauberer erschafft eine belebende Mana-Blüte, die jedem in seiner Nähe, egal ob Verbündeten oder Gegner, einen Bonus auf Mana-Regeneration gewährt. Genau. Die sollte er dann anschmeißen, wenn es geht. So, jetzt hat er auch das an. Und ich denke, das sollte dann passen. Gut, bei ihm sollte ich rein theoretisch vielleicht auch mal durchgucken. Präziser Schlag, Schildschlag, er hat kein Schild. Das ist sein Spot. Den Spot würde ich fast, naja, ans Ende setzen. Schildhammer haben wir ja auch nicht. Befreiung, wodurch er weniger bedrohlich erscheint. Das wollen wir ja eigentlich gar nicht haben. Pfui. Eigentlich ist so eine Haltung... Nein, so eine Haltung ist doof. Er soll uns ja tanken. Perfekter Schlag. Der Krieger konzentriert sich auf die Präzision seiner Schläge, wodurch er vorübergehend einen gewaltigen Bonus auf Angriff erhält. Dann müsste er das eigentlich nach vorne schmeißen. So als Buff. Andererseits, das ist auch doof. Doch, doch, wir lassen das, dann weiß ich Bescheid. So, dann machen wir das und dann haben wir die Schildschläge. Und das ist Bedrohen. Ist dieser Modus aktiv, nimmt der Krieger eine herausfordernde Haltung an. Danke. Und das ist der Spot. Genau, das ist die Haltung. So, und das ist der Spot. Das ist die Haltung, hallo. So. Und da haben wir auch nochmal... Aber ein Schild haben wir ja leider nicht bekommen, oder? Bürgerliche Kleidung. Okay, er hat auf jeden Fall die tolle Axt. Ich weiß gar nicht, ob uns das irgendwas bringt. Wir haben ja eigentlich schon ein sehr schönes... Das hier ist 4. Vielleicht haben wir hier noch irgendwo einen Dolch, der ein bisschen mehr Schaden macht. Ein Langschwert. Ja, rein theoretisch können wir das, glaube ich, sogar anziehen. Und in die andere Hand nehmen wir diesen Dolch. Das könnte eigentlich ganz gut funktionieren. Feuerpfeil. Das ist eigentlich ganz cool. Aber ansonsten haben wir hier nichts bekommen. Wir haben 3 Stücke der meisterlichen Ausrüstung. Oh wow, hatte der echt so eine tolle Axt? Wir brauchen ein Schild, verdammt! Oh, tack. Wir müssen vor allem... Oh, ich sollte vielleicht die Kurbel benutzen. Kurbel. Warum heißt das Kurbel? Das ist ein Hebel. Auf jeden Fall sollten wir versuchen, hier rauszukommen irgendwie. Was wir jetzt da unten müssen. Super. Naja gut, aber jetzt ist ja... Hier... Waren wir hier schon drin? Ich speichere nochmal. Waren wir noch nicht?